Ja, passt. 3, 2, 1. Hallo YouTube und willkommen zu einer neuen Folge hier bei From Zero to Hero und das Ganze natürlich live aus dem Livestream, pünktlich zum Sonntag wieder. Ne? Und natürlich mit unserem Lieblingsduellanten, den lieben Milo. Hallo. Hallo. Und ja, mein Lieben, es ist so, wir mussten zweimal die Aufnahmetaste tätigen, weil ich habe beim ersten Mal zur Sonntagsfolge heute vergessen, die Aufnahmetaste zu betätigen. Es ist unglaublich. An die, die es im Stream miterlebt haben, ja, die werden sich freuen, denn es gibt ein paar Minuten mehr. Ja, und ich habe jetzt wegen dir meinen Stream beendet, anstatt die Aufnahme. Oh nein! Ja, ist ja nicht schlimm. Oh nein! Passt zum heutigen Abend. Ich habe heute gefühlt dreimal den Stream neu gestartet. Also ging es mir gestern, zum Samstag. Also da müsste ich eh mal neu starten, aber das war halt auch. Doch ab, du Kackball. Auch nicht so toll. Kann man so widerspenstig sein? Ja, und du legst dich genau dahinter jetzt, das war ja klar. Nehmen wir hier hin. Ja, es ist halt, ne, manchmal gibt es halt so ein paar kleine Komplikationen. So. So. Kann halt mal passieren, ne? Es ist halt manchmal wie verhext. Hex, Salabim oder wie sich das auch schimmt. So. Fahren wir erstmal wieder runter, holen unsere Presse noch. Und dann müssen wir mal schauen, meine. So. Aber ich ja auch, nobody. Ich gehe mal kurz zur Strafkammer und scheiß dich an, weil du 6 Minuten außerhalb der Aufnahme gearbeitet hast. Ja, es zählt ja nicht, tut mir leid. Das ist halt, ja, kann passieren, ne? Ach ne, ich habe aufgenommen, stimmt. Ich habe nicht außerhalb der Aufnahme. Das kann halt passieren. Ja. Deswegen, daraus eine Strafe zu machen, das ist dann wirklich. Also so tief glaube ich nicht, dass selbst du so tief singst, Milo. Das stimmt, aber ich könnte den gleichen Satz nicht sagen zu dir. Warum? Denkst du tatsächlich, ich würde das machen? Ich wehre mich dagegen, das zu denken. Also es ist... Aber ich würde nicht meine Hand ins Feuer legen. Das ist unglaublich. Also das ist ja wirklich unglaublich, Milo. Dass du so von mir... Ne. Nicht aus dem Nichts, also vielleicht solltest du dir dann Gedanken machen, wenn du empört bist über diesen Gedanken. Also ich würde das definitiv nicht machen, denn das ist ja dann eine Sache, die passiert halt, ne? Da kann man nichts für. Naja. Ja, wer denn sonst? Das ist halt so, ja, das kann man ja nichts dran ändern, ne? Okay. Ja. Wir haben es gleich. Auch weg. Gut, okay, das sieht ja gar nicht so schlecht aus. Muss man aber auf mal, ich muss mal nochmal runter als MLU. Hallo, liebes LU, schönen guten Tag, ich habe bloß meine informelle Frage. Ja. Wie sieht's denn aus mit meiner Produktionsstätte? Ist da schon etwas... Sie sind ganz schön ungeduldig, kann das sein? Ihr wollt bloß fragen, ist da schon was in Produktion oder... Wenn Sie 2 Minuten warten, dann können Sie es abholen. Und zwar alles, was Sie uns gebracht haben. Echt? Ja. Ui. Es sind nur noch 106 Liter von Ihrem Korn drin. Ui. Und jetzt bloß mal im Vergleich. Wir hatten da ja, also wie viele Liter haben Sie jeweils reingemacht? Ich selber habe jetzt erstmal einiges reingemacht, damit man beim nächsten Mal für den Fall nicht nochmal... alles rankarren muss. Okay, ja, das macht. Das wird über die Menge abgerechnet, die sie halt eben liefern. Muss ich da quasi nochmal bezahlen, weil ich hatte ja ihnen schon 20.000 bezahlt? Das lassen wir jetzt erstmal so. Okay, weil ich glaube, ich hatte gefragt 5.000 Liter jeweils, glaube ich. Bin mir aber jetzt nicht sicher. Ich bin mir leider Gottes auch nicht mehr sicher. Wir können das aber gerne anschließend verrechnen. Okay. Okay. Gut, ja, 2 Minuten haben sie gesagt. Ja, sieht so aus. Moment. Ja, ist fertig.
Ist fertig, okay. Ja, sie haben 16.774 Liter rausgekriegt. Okidoki, ja, dann würde ich mich auf den Weg machen zu Ihnen und das dann quasi eigenständig laden und dann wieder von dann ziehen. Alles klar, machen Sie das. Okay, und ich würde dann gleich wieder befüllen. Ist es egal, welche Getreideart oder... Moment. Das ist eine Vorgabe. Es steht drin Gerste, Raps, Hafer, Mais, Sonnenblumen, Weizen, Sojabohnen. Hier? Bohnen. Bohnen. Gut. Abgesehen von den Bohnen. Ja, ja, nee, das ist. Okay, da weiß ich Bescheid. Raps war auch mal dabei. Sonnenblumen. Ja. Okay. Gut, dann vielen Dank für die Info. Ich hol's dann gleich ab. Alles klar. So, okay. Okay. Interessant. Jetzt müssen wir da gucken, wo wir hier langtüdeln müssen. Können wir eigentlich gleich die Serpentinen hier fahren? Ich fahre die so ungern. Ja, es ist halt der, von meinem Hof der schnellste Weg hier. Palim, palim. Natürlich auch. Solange hier kein Verkehr kommt, ist das vom Vorteil. Wenn hier Verkehr kommen würde, ja, dann sieht es schon anders aus, die ganze Sachlage. Vor allem voll beladen, die Serpentinen, ist auch kein Geschenk. Nee, auf keinen Fall. Oh ja, wenn du dann hier noch mit ordentlich Speed reinblatterst, ulala. Das ist anders schön. Das ist anders schön. So. Palim, palim, palim. Hier runterfahren. Yeah. So, meine Fresse, so viele Heuballen. Und das war nur das eine Fall. Mann. Okay. Das war knapp. Nicht so. Oh Mann, ich habe schon wieder vergessen. Na, warte mal. Ich muss jetzt mal jemanden nennen. Ich muss jemanden grüßen. Ist das ein Problem für dich? Sonst mute ich mich. Nee, alles gut. Ach Quatsch, willst du willen. Ich mache das auch nochmal in der Live-Folge, da hatte ich es jetzt vergessen. Und zwar ist das aus der Heimat. Vom Ronny, also Grüße auch an dich, Ronny. Der kleine Sohn, der guckt auch unsere Projekte, oder meine, oder deine bestimmt auch. Und zwar ist das der liebe Mist. Oh Mann, wer hat mir das geschrieben? Das war der. So viele Leute schreiben auf Instagram, jetzt ist er so weit runtergerückt. Ja, ich such's raus, warte mal. Alles gut, alles gut. Ist aber schön, also es finde ich, ist sehr, sehr cool. Ja, die sind halt auch bei mir aus dem Eck. Das ist halt das Coole. Ah, okay, das ist ja auch. Der eine wohnt im Nachbarort. Schön. Sag mal, gibt's denn das? Ja, Niklas, ja, ab und zu. Ab und zu macht sie das schon. Da sitzt sie immer da und schmunzelt. Und ja, es ist dann schon. Manchmal natürlich sitzt er auch da und hier greift sich an den Kopf, ne? Bei ihrem Paps, was zu da vom Stapel lässt. Also, Ronny, sein Sohn, um den geht's. Der hat, guckt unsere Folgen. Also, Grüße an Ronny. Michael hat mir das gesagt. Grüße auch an dich, Michael. Und sein Sohn heißt Joel. Joel, mein Lieber, sei gegrüßt. Schön, dass du unsere Projekte gerne guckst. Lass es dir gut gehen. Ja, somit habe ich das hiermit erfüllt. Aber ich versuche auch nochmal in Live dran zu denken, falls du das Projekt lieber guckst als hier. So, das war's. Sehr, sehr schöne Geste. Sehr, sehr schöne Geste. Kann man sich nur anschließen. Kann man sich wirklich nur anschließen. So, und du bist immer noch am Pressen oder was? Oder hast du deinen Pressensimulator beendet? Der letzte Eck. Letzte Eck. Das letzte Eck. Holla! So,
hier, das wird nichts. Okay, meine Lieben, müssen wir mal schauen, in was wir jetzt gleich investieren. Also wir werden auf jeden Fall investieren gleich. Müssen noch mal schauen, was bei rumkommt. Danach entscheiden wir dann, in was wir investieren. Ich glaube, es wird aber schon feststehen, in was. Ja, kurz vor Melo. Jupp. So, folgende Frage ist jetzt halt, meine Lieben, ich liebäugel mit einem Feld, was ich mir kaufen möchte. Allerdings wäre es natürlich auch sinnvoll, definitiv, weil ihr es ja auch schon des Öfteren geschrieben habt und auch hier im Chat schon geschrieben habt, ein größerer Anhänger wäre dann definitiv schon von Vorteil, weil der, ich mag den Glasanhänger sehr, ne? Der ist schon wirklich sehr, sehr cool, aber noch ein Anhänger wäre schon definitiv von Vorteil. So. Jetzt gehen wir schön auf die Eisen. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Also jetzt bin ich gespannt wie ein Blitzebogen. Was hier quasi bei rumkommt. Leute. Bin ich gespannt. Aber wirklich gespannt. Zeigen wir mal aus. Also es waren so um die 16.000 Liter. Und mal gucken. Mal gucken. Müssen wir mal schauen. So, schauen wir mal. Hier, also wir haben ja selber geerntet das Ganze. Haben so 20k bezahlt. Und man kann sagen, so 19k haben wir gut gemacht. Ich denke mal, da wird es vielleicht die Masse machen. Auf jeden Fall kein allzu schlechter Schnitt. Mal gucken. Wir müssen natürlich auch mal sehen, wenn wie dann die Abrechnung so dann ist. So, also. Okay. Ja, wir werden hier nicht. Also hier machen wir es nicht. Also. Wir müssen jetzt aber mal gucken. Palim. Uhuhuhu. Müssen wir mal schauen. Palim. Okay, Melo, kurz LU. Hallo, liebes LU. Und natürlich auch Strafkammer. Bloß mal eine rein informelle Frage. Es ist ja immer noch wie gehabt, wenn ich mir ein Feld kaufe und mein Kontrahent damit einverstanden ist. Also wenn ich mir ein Feld kaufen will und mein Kontrahent damit einverstanden ist, steht dem nichts im Wege, ne? Ja. Okay, vielen Dank. Manu? Ja? Würde mir gerne ein Feld kaufen. Welches denn? Die 19. War das die 19? Warte mal kurz. Warte ganz kurz. Die 13. Ja. Ja, okay. Warte. Ja, mach. Okidoki. Ich zieh dich gleich mal mit runter, weil Strafkammer wird dich eh fragen. Werden dich eh fragen. Ja. Hallo, liebes LU, liebe Strafkammer. Ich habe den Kontrahenten gleich mal mitgezogen, den lieben Milo. Und er ist damit einverstanden, dass ich mir Feld 13 kaufe. Ja. Gut. Alles klar. Okay. Milo, schieb dich gleich mal wieder hoch. Ja. Okay. Liebes LU, ich habe ja noch jemanden frei, ne? Drei Leute insgesamt. Drei Leute, das ist schön. Bitte auf den Weg machen, Feld 13 ernten. Und Feld 11 ist quasi fertig. Ja. Das bitte ansehen mit, was hatten wir drauf? Vermehrungsbasshandel.
Ja, das bitte ansehen mit Vermehrungsgras. Ich hasse das Zeug. Und auch langsam. Und also Hafer ging auch in die Produktionsstätte, oder? Ja. Okidoki. Gut, genau. Also ich stelle dort gleich zwei Anhänger hin. Und ja, also würde ich dann gleich wieder selbst abfahren und so. Alles klar. Okidoki. Und ja, wie gesagt, Feld 11 ansehen, ne? Dankeschön. Ja. So. Ist er wieder? So. Michi ist wieder da. Servus und hallo. So, palim, palim, palim. Okay. Liegen wir gleich mal hier ein, meine Lieben. Warte. Ah. Okidoki. So, was wäre denn jetzt am sinnvollsten? Ach, genau. Nee. Okay. Hier. Okay. Okay, meine Lieben. Ja. Das habe ich mir schon gedacht. Guck mal, meine Überlegung ist jetzt. Im Prinzip, wartet mal, das sind 33. Also, passt auf, ich überlege gerade, diesen hier zu holen, da hätte ich 21. Na? Da hätte ich 21 mit dem hier. In Kombination mit dem sind wir da bei 38, bei 39. Ich würde mir jetzt aber gern den holen und dann den Anschluss, wenn es reicht, den hier. Das sind wir 33, sind wir bei 58. Also ich würde, wie gesagt, den hier jetzt verkaufen wollen, dann mir den hier holen und den hier dazu. Das denke ich mal, wird es sehr, sehr gut passen. Ja, den Unimog können wir ja aufrüsten. Manu, möchtest du einen Anhänger kaufen? Was denn für einen? Den Glas? Den Glas-Anhänger. Nein. Nein. Okay. Okay, dann würde ich ihn verkaufen. Damit einverstanden? Ja. Okidoki. Okidoki. Smilak, danke, dass du da warst. Ciao. Gehen hier rein. Ja. Okay, wir haben jetzt hier, lass mal gucken. Ja, okay, hat ein bisschen was gebracht. Gut. Dann holen wir uns jetzt, ich kaufe mir mal was Schönes. Jo. Achso. Das und das. Und den Preis ist Farbe. Farbe würde ich eigentlich so lassen wollen, ne? Oh, warte mal kurz. Ja. Hier. So. Ja, guckt mal hier. Hier ist ja dran. Also die gehen hintereinander. Also seht hier, also da ist, ne, hier, schaut. Seht ihr das? Ist ein Zug da. Also es müsste definitiv. So, okay, den kaufen wir uns. Palim, palim. Geht das gut. Warte mal, wir müssen aber mal sehen, wie viel uns das Aufrüsten kostet. So, schauen wir mal, wir haben keine Hydraulik. So, wir hatten ja jetzt ohne. Genau, wir hatten die ohne. Ja,
Ach, ich vermisse mein Lenkrad. Ja. Mein Tisch soll Ende Januar kommen, falls das soweit war. Dein Tisch? Meine Platte, ja. Der Rest ist schon da. Ja, yes, ja, cool. Ja, viel zu spät. Ja, gut. Deswegen musste ich ja auf die Bierbank ausweichen. So, da haben wir den jetzt da. Achso. Hast du eine Saatgutproduktion? Warum? Nur so. Naja. Nur so? Ja, weil sonst ist es ein Regelverstoß. Aber wenn du eine hast, dann ist es keine. Was ist Regelverstoß? Hä? Wenn du aus einem Silo Saatgut auslädst und beim GC verkaufst, dann ist es ein Regelverstoß. Aber wenn das das Silo deiner Saatgutproduktion ist, was du mit eigenen Mitteln gefüllt hast, ist es kein Regelverstoß. Siehst du? Deswegen frage ich dich, ob du eine Saatgut produzierst. Jetzt habe ich den Vogel komplett abgeschossen. Ach, leck mich am Arsch. Lul, was hast du gemacht? Ja, auf den einzigen Holzstapel gefahren, der hier rumliegt wahrscheinlich. Oh. Ja, deswegen frage ich. Also ja, ich habe eine Produktion, ist das richtig? Und nein, es ist halt nicht mit Mitteln aus dem Global Market. Ist quasi mit selbst hergestellten Mitteln. Seht, dass ich irgendwie rauskomme. Sehr interessante Kombination. Ach, jetzt habe ich gar nicht. Interessant. Muss ich ganz ehrlich sagen, liebe Leute. Wie ist das interessant. So? Wie kaufe ich denn beim Global Market ein? Was? Na, wie kaufe ich denn ein? Na, indem du unten aufgehst. Hast du Getreide? Was? Ja, Weizen, Gerste, ist egal. Brauchst du, oder was? Aktuell nein. Was willst du machen? Vielleicht kannst du ja auch noch weiter schelten. Hat sich schon erledigt. Bin erledigt. Warum hast du gekauft oder was? Ja. Wo bist du denn das reinhauen? Ich verkauf's teurer wieder an anderer Stelle. Das darfst du aber nicht. Geht ja keiner mit. Ah, doch, das ist ein Regelbruch. Das ist ein Regelbruch, wenn du das jetzt machst, ne? Das wirst du. Ist das so? Ja. Mach ich so besser nicht, oder? Also wenn du kaufst und dann teurer verkaufst, dann ist das ein Regelbruch. Das waren deine Worte, wo du ja gesagt hast, nein, das geht so nicht. Gut ausgewischt. Holla, die Waldfee. Bitte? Ist das quasi illegal? Das, was, wenn du es machst, ist das definitiv illegal. Und meine Herrscharen werden definitiv in deinem Video vorbeischauen. Und werden sich das anschauen, ob du das wirklich gemacht hast. Ja. Und ja, wenn, dann ist es ja sogar ein angekündigter Regelverstoß. Das ist ja noch schlimmer. Als, so, kommt auch das Gleiche raus am Ende. Als war aber mit Ankündigung. Mit Ankündigung ist ja einiges schlimmer. Ja, also Meile, wirklich, also Regelverstoß, ich glaube nicht, dass das deine Welt ist. Das ist eher so deine, meinst du? Nee, das nicht. Das nicht, um Gottes Willen. Nicht. Das nicht. Bist du gerade am Händler oder was? Bitte? Bist du gerade am Händler oder bist du bei dir am Hof? Bei mir am Hof. Bei dir am Hof? Bin jetzt wieder, wo hänge ich denn jetzt wieder? Sag mal. Also, ich geh gleich ins Bett. Bei dir am Hof. So. Lolli, gut's Nächtle. Bis morgen. Schön, dass du da warst. Winke, winke. Yeah. So, ich muss aber mal noch ein was kurz schauen.
So, Palim, Palim, Palim. Okay, das ist das. Okay. Verdichte doch den Scheiß einfach, Junge. Okay, wir sind zwar gleich am Ende, also wir sind zwar kurz schön 5 Minuten wieder drüber, aber ich muss mal noch kurz was machen. Ja, ich auch. Und oh, Digga. Dann also erst breitschieben ein bisschen, würde das ja schon gehen. So. Scheiße. Was machst du denn wieder Schönes? Ah, ich stelle mich wieder an wie der erste Mensch, der LS spielt. Unglaublich. Einfach unglaublich, Mann. So, okay. Wunderbärchen. Aber gut, Milo, ich... Ja, chill noch mal einen Moment, bitte. Ich will mich noch hier freischaufeln und das noch einkippen. Okay. Dann kannst du dich auch noch ein bisschen aufheben. Okay, okay, okay. Ja gut, dann mach ich halt hier noch mal. Rennfahrer, alles gut, alles klar. Guckst, mach das mal alleine. Heb mich mal, schieb mich mal an, warte mal. Warte. Ja. Jawohl. Yeah. So. So, jetzt oder was? Naja, gleich. Ich will das noch kurz dann loswerden hier. Was ist denn noch? Ich bin doch so festgerammelt oder was? Beide noch kurz loswerden, was ich gerade beim GC gekauft habe. So, bei dem Hühnerstall. Natürlich. Bei deinem Hühnerstall quasi. Ja. Unglaublich. Unglaublich, unglaublich, unglaublich. Ja, rein, Alter. Du hast alles reingepasst. Wie Hühner hast du dir denn gekauft? Nein, nur die, die sie mir gegeben haben. Ach so. Da hast du jetzt wie viel quasi drin? 383. Okay. Das ist so viel Wahnsinn, die haben sich vermehrt, aber. Ja, ne, wie gesagt, die vermehren sich ja dann. Ganz so fix. Na gut, dann. Aber, meine Liebenden, wenn es euch gefallen hat, ne, lasst sehr gerne das Däumchen da, denn ihr wisst ja, ein Däumchen ist ein Träumchen. Der liebe Milo ist unten in der Videobeschreibung verlinkt, da könnt ihr sehr gerne vorbeischauen. Schaut, was er macht. Schreibt es mir natürlich sehr gerne in die Kommentare. Und ja, wir sehen uns heute Abend wieder, wenn es wieder heißt im Livestream From Zero to Hero. Bis dahin sagen wir allerdings erstmal Tschüss und Ciao. Bis heute Abend. Tschüss.